Ja, liebe Leute, herzlich willkommen heute zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind erneut in der Pokémon-Liga zu Besuch, nämlich bei den Rematches. Und der nächste Gegner eSports, Agathe. Da bist du ja. Wenn du glaubst, dass du mich aufs Neue besiegen kannst, bist du auf dem Holzweg. Los, zeig mir, was du drauf hast. Ha! Na gut, dann probieren wir es mal. Nur noch drei Folgen. Also die vorletzte Folge jetzt wahrscheinlich in diesem Let's Play. Dann geht's mit einem anderen Projekt weiter. So, fangen wir an gegen Arbok mit der Psychokinese der befürchteten. Haben wir tun. Ja, das ist schon der erste der Geschichte, der down ist. Gengar, geht's weiter? Und ich gehe jetzt auf Spukball. Oh, er fängt mit Irrlicht an. Verbrennt also uns, das ist das egal. Oh, fast komplett down, das Gengar. Komplett down, das Gengar. So, wir heilen unser Pokémon erstmal wieder ein bisschen auf. Und der geht ebenfalls auf diese Spukball-Variante. Und dann gehen wir auf Schmarotzer. Der geht einfach nochmal auf Spukball. Das wird das wehtun. Das wird wehtun. Da war schon viel wehtun. Scheiße! Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass das so meine Pack. Okay. Ich habe ja noch einen Top-Beleber. Ja, Top-Beleber, genau, das ist richtig. So, ich hoffe, dass wir sowas wegstecken, dieses Gänger besiegt. Nein, tut er nicht! Das ist doch nicht zum Kotzen. Ist zum Kotzen. Bei mir gehen die immer direkt alle beim ersten Versuch down. Wir müssen uns gerade eine Herausforderung stellen und das ist definitiv alles andere als gut. So, ging erstmal weg. Treffer drauf. Das reicht aber nicht, einen Blogger da aufzukriegen. Ja, dieses Pokémon ist ein Feuer-Pokémon. Deswegen habe ich auch Papo ausgewählt. Aber der verbrennt. Ey, egal was für eine scheiß Stratusveränderung möglich ist, es trifft perfekt. Jetzt eine Verbrennung bei Feuerblitz, bei Flammenblitz, oder? Na gut, Quapo ist auch down. Quatsch, Dings ist auch down. Smogmog. Ah, verdammt, ich hab keine Ahnung. Also, ich habe Mewtwo down. Und so, aber ich versuch's gerade irgendwas zu drehen. Das ist das normale Smogmog, also ich habe jetzt auch erwartet, dass da jemand mit meinem Melula Smogmog kommt. Mewtwo. Immer der Plan an der Sache. Das heißt, ich Mewtwo geht hoch. Donner. Ja, das war mir klar, dass er so eine. Dass er sowas anfängt. Und der natürlich auch trifft. Pikachu gegen Lamos. Natürlich trifft, natürlich nicht. Aber wir direkt beim ersten Mal.
Jetzt dürfte er zumindest mit dem Feuersturm. Die Attacke verfehlt, das ist gut. Komm, jetzt nochmal und mach ihn kalt. Jetzt bitte, mit einem Zug direkt kalt machen. Nein! Der verliert das mit einem KP. Oder warte, zwei KP vielleicht. Ja, das war's. Puh, diese Revengers sind definitiv besonders hart. Bin gespannt, wie es auf jeden Fall wird am nächsten Duell mit Siegfried. Wenn wir aber so weit kommen, weil wir haben immer noch zwei Gegner danach. Wir haben noch einen Gengar wahrscheinlich danach. Und das Golbat danach. So, Smogmog ist erstmal down. Das ist erstmal wichtig. Und jetzt zieht sich mal das Gengar. Ich gebe noch Mewtwo auf, um dieses Gengar später zu besiegen. Ich will jetzt auf Donner gehen. Ich gehe jetzt mal auf Donner. Welch eine Überraschung, dass diese Attacke natürlich nicht trifft. Warum auch immer. Sie muss ja nicht treffen. Im Gegner muss sie ja direkt treffen. Trifft sie jetzt voll durch. So, jetzt geht's auf Donner. Also, nochmal. Ich glaube nicht, dass es down kriegt. Ich glaube aber, dass er sehr viel abzieht. Ja, er geht drauf. Pikachu ist down, oder? Wenn Pikachu ist... Ja. Gefällt mir gerade nicht. Das gefällt mir nicht. Es passiert einfach gerade zu viel, was gegen mich ist. Welche Überraschung. So, gehen wir schon mal weg wieder. Golbat. Jetzt auch dann. So. Oh, ich hab's Golbat, dass ich wegstecke. Für Quapo. Ja. Alter Verwalter, ich muss gerade mal schlucken. Das ist alles andere als einmal, was ich wollte. Ich gebe auf Quapo. Ich gehe auf Genesung. Nimm Genesung raus. Gerade weil es jetzt gerade gegen Drachentrainer geht. Wird das definitiv alles andere werden. So, Medizintasche. Siegfried wird immer eine harte Nuss werden. Definitiv. Wieder hochziehen. So, ich bin Heiler. Ziehen. Pikachu. Bewegen. So, wir speichern kurz das Dings, weil wir brauchen... Wir gehen jetzt weiter zu Siegfried, der letzte Trainer der Top 4. Puh, schön, dich wieder hier zu sehen. Da ist der Ruf der Pokémon in luftige Höhe geschnellt. Das Drachenprofi, oben auf der Top 4. Ich hatte versucht, zum Gerücht zu werden. Ein besseres geben.
wie gesagt, der letzte Trainer. Die vorletzte Folge. Aber jetzt erstmal Siegfried. Wenn er mit dem Garados anfängt, er fängt mit dem Seemann an. Okay, das ist nicht anders. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das ist gut für Pikachu. So, der Erste, der schon mal keinen Ärger mehr machen kann, ist Seemann. Pikachu reicht Level 64. Aerodactyl. Na, Mewtwo. Blizzard versuchen. Vielfachschwäche und so. Wenn so ein Rosana viermal trifft, dann treffe ich's. Oder fünfmal trifft, dann versuch's mit Mewtwo genauso. Das ist von mir so klar. So, jetzt geht's mal down. Ah, ja, Taktik. Tschüss. Nummer 2. Jetzt kommt er mit Garados. Garados ist ein Freischuss. Normalerweise. Weil es ein Wasser-Pokémon ist. Dann weiß ich, dass er zumindest noch was hat. Was hat er noch? Ein Dragoran oder zwei? Ja, das geht auch runter. Stimmt, Glurak hat er noch Dragoran. Und was hat er noch als letztes im Ass? Kokofei. Die Alola-Variante wahrscheinlich, ne? Ah, es ist Drache. Okay. Wir machen es anders. Drachenpflanze. Wir gehen auf Fliegen. Das wird dem BRG tun. Er muss sich aufladen. Er muss sich aufladen. Das ist Drachepflanze. Was versuchen? Klappt. Perfekt. Vielfach Schwäche. Tschüss. Guck mal. Jetzt hat er noch einen Glurak und jetzt hat er noch einen Dings. Dragoran. Das Dragoran versuche ich natürlich jetzt mit Dings zu kriegen. Blizzard killt dieses Dragoran. Yes! Das wollte er irgendwie groß Ärger machen können. So, jetzt gucken wir, was er noch hatte. Glurak. Pikachu. Halt, wir machen es anders. Glurak kann ihm noch weniger wehtun, wenn ich Miguel einsetze. Ich weiß den Levelunterschied. Ich kenne den Levelunterschied. Das ist mir schon klar. Aber wir versuchen es natürlich. Danach kommt nämlich nur noch der Champ. Und der fehlt uns dann noch. Ja, Glurak, mein Freund. Steinhagel. Er geht natürlich auf Mega Glurak. Ich vermute, dass er die Y-Variante nimmt. Das hat sich sehr schnell erledigt. Okay. Die
Ich habe nur gesagt, dass es definitiv alles andere als einfach wird. Das sind die Rematches, das ist klar. Okay, ich muss auch nochmal treffen. Oder ich gehe auf Psychogenese. Mit ein bisschen Glück müsste ich jetzt sogar fast so runtergehen, weil ich will mir den einen Blizzard noch aufheben. Ja, reicht. Siegfried. Und dann am Ende doch auch down. Gott sei Dank. Also bisher war tatsächlich Lorelei so die härteste Variante. So, was hat er jetzt? Aber, mein Drachen hätte doch eigentlich den Sieg davon tragen sollen. Das heißt wohl nur deutlicher, dass du eine einfache Klasse für dich bist. Du weißt ja, was dich jetzt erwartet. Verteidige den Titel als Champ. So, ich muss mein Team wieder komplett heilen. Welche eine Überraschung. Barbeleber, warum einen Top-Beleber verschwenden, den ich eventuell im Kampf hätte ansetzen können. Der nächste wird wahrscheinlich wieder Jan sein. Das würde mich nicht wundern. Doch, aber es ist auf einmal in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu.